Ja, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Falls ihr das Video von gestern nicht gesehen habt, ich plane ja von Puttgarden nach Kopenhagen zu fahren und bin jetzt in Puttgarden. Also ich hatte gestern meine Anreise von Hamburg teils mit dem Auto und gleich geht's mit der Fähre dann rüber nach Rødby. Ja, der Campingplatz ist so lala, relativ teuer. Ich hatte gestern 23 Euro bezahlt für Zeltfahrrad. Finde ich sehr viel und dafür bietet er auch nicht viel. Also die Sanitäranlagen sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da bauen sie gerade zusammen. Aber sie sind sauber, also ich kann mich da nicht beschweren. Ich habe gerade noch mal kalt geduscht, um wach zu werden. Ist schon 7:15. Bin um 7 aufgestanden und lasse es wie immer ruhig angehen. Na, es geschehen doch immer wieder Wunder. Ich bin fertig, es ist kurz nach 8:30. Ich habe jetzt 1,5 Stunden gebraucht, aber ohne Stress. Ja, super. Das Problem ist nur, ich habe relativ viel Gewicht jetzt vorne in den Taschen. Das ist alles doch recht knapp geworden. Ich weiß nicht, gestern hatte ich noch ein bisschen Luft in den Taschen. Naja, wie es so ist, muss ich beim nächsten Mal ein bisschen aufpassen, dass ich das etwas komprimierter packe dann. Ja, dann mal los. Wasser nicht vergessen. Zweites Wunder. Gleich zu Beginn versagte das Mikro, aber die Fähre war gleich um die Ecke und ich verfranzte mich erstmal auf dem Gelände vom Border Shop. Es war nicht so einfach, den Zugang mit dem Fahrrad zu finden. Ich konnte mir kaum vorstellen, mich gemeinsam mit den PKWs an den Kassen anzustellen, aber ich war richtig und der Bezahlvorgang hat auch super geklappt. Ja, ich finde es ein bisschen unglücklich, hier stehe ich zwischen den ganzen Autos. Ich hätte jetzt erwartet, dass man eigentlich da als Fußgänger oder Radfahrer extra behandelt wird. Ja, muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie mithalte. Ja, Autos zuerst. Super. Mal sehen, ob es in Dänemark anders ist. Kommt man sich ein bisschen blöd vor, wenn einen hier alle angrinsen. Aha. So, darf jetzt als Letzter in die Fähre fahren. Cool. Die Letzten werden ja die Ersten sein. So, schau ich mal, dass ich noch einen Kaffee kriege hier. Gesundheit. Den Kaffee habe ich mir natürlich nur besorgt, um die Fähre noch mal neu zu taufen. Sorry. So, dann mal wieder zurück zum Fahrrad. Ich habe eigentlich alles dran gelassen. Da ist auch meine Kamera drin und so weiter. Ich habe sie immer abgeschlossen. Ja, die Überfahrt hat jetzt 19 Euro plus 3 fürs Fahrrad gekostet. Also zusammen 22 Euro. Einfach. So, da muss ich mal wieder raus aus meiner Nische hier. Ich habe das mit Klettband gesichert, also Klettband, und habe die Bremse praktisch festgestellt. Ja, kann weitergehen. So, es wurde noch darauf geachtet, dass ich der Letzte bin, der hier die Fähre verlässt. Ja, mal schauen, wo es lang geht. Ja, auch hier wieder muss ich mich dem Autoverkehr unterordnen. Aber es sollte gleich durch sein. Ich lasse jetzt noch mal alle Autos vorbei. Wie wird das eigentlich, wenn der Tunnel dann fertig ist? Gibt es da einen Fahrradtunnel extra? Ich glaube eher nicht, da musst du wahrscheinlich im Zug fahren. Ja, hier muss ich rechts abbiegen. Willkommen in Dänemark, Rødby Hafen. Warum lese ich das eigentlich alles vor? So, dann geht's mal los. 120 Kilometer etwa wollte ich machen.
Ja, wir schauen auf den ersten dänischen Radweg. Die sind hier wirklich in einem perfekten Zustand. Hier in Rødby. Ja, ich fahre mal ein Echo, damit der Akku heute reicht. Hätte damit 142 Kilometer Reichweite. Mal gucken. Ach, jetzt wird's besser. Links abbiegen. Oh, links abbiegen. Ah, da gibt's einen Radweg. Cool. Zirke. Ja, ich bin jetzt durch Rødby durch. Also, wo ich angekommen bin, das war Rødby Hafen. Und Rødby liegt noch mal etwa 3 Kilometer weiter nördlich. Und jetzt geht's auf dem netten Bahnradweg scheinbar weiter. Ich bin inzwischen in Maribo angekommen. Das ging noch relativ eintönig, immer geradeaus. Aber hier soll es einen Bäcker geben, habe ich gehört. Haus Nummer 22. Ja, auf Empfehlung von Maridon soll es hier wohl leckere Teilchen geben. Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Also normalerweise esse ich sowas Süßes ja nicht so. Oh, lecker, aber süß. Mm. Mario und Anne waren wohl vor ein paar Tagen hier, vor einer Woche oder so, und haben mir das gerade empfohlen. Und die Auslage sah auch richtig klasse aus. Ich habe mir noch 2 Brötchen dazu besorgt. Ich denke mal, ich brauche noch was Deftiges. Ich werde mir noch mal Käse besorgen. Ja, inzwischen liegt Maribo 3 Kilometer hinter mir. Und ja, ich glaube, die Dänen, die gelten ja als die glücklichsten Menschen. Ich glaube, das trifft echt zu. Also ich werde auch ständig gegrüßt, wird auch angelächelt und nicht irgendwie so eine Fresse gezogen. Auch schöne Häuser hier. Cool. Ja, weiter geht's. So, bin jetzt gerade in dem nächsten größeren Ort, bin sportlich hier durchgefahren, bin jetzt bei ungefähr 35 Kilometer und habe hier einen Netto gefunden, der auch sonntags offen hat. Das ist cool. Ja, ich habe das Rad jetzt nur vorne angeschlossen und ansonsten nehme ich hier nur meine Wertsachen mit. Den Rest lasse ich da stehen, also zu denen habe ich echt Vertrauen. Naja, ja, bin schnell rein, schnell wieder raus. Ein bisschen Wasser gekauft, Orangensaft und Käse. Machen wir gleich mal ein belegtes Brötchen. Ja, nee, was ganz cool ist, die haben hier so an der Kasse, wo man sein Kleingeld reinwirft und das nicht großartig da abgezählt werden muss vom Kassierer. Finde ich super. Wenn man schon nicht mit Karte zahlt, sollte es wenigstens schnell gehen. Ich bin da mal ungeduldig. Mann, ist das öde. Oh Mann. Naja gut, ich habe mir jetzt nicht die schönste Küstenroute rausgesucht. Dann hätte ich wahrscheinlich einen Tag länger gebraucht oder 2 bis nach Kopenhagen. Ich will ja nach Kopenhagen. So. Deswegen halt ein relativ kurzer Weg. Nachher fahre ich noch mal ein bisschen an der Küste entlang. Aber jeden Schlenker wollte ich auch nicht mitmachen. Der Ege Engang Engbank her. Auf Deutsch, hier gibt es nicht mal eine Bank. Auf Schwäbisch, da haben wir nicht immer Binkli. Ah, da habe ich Zeit zum Dänisch lernen hier. Der Ecke, Eingang, ein Bank her. Ah. So, jetzt kommt mal ein bisschen Abwechslung. Jetzt kommt wieder mal eine Brücke. Weiß ich, weil ich das letzte Mal eine Brücke gesehen habe. Ich glaube gestern. Die Fehmarnsand, Sundersand. Ah, das ist eine Klappbrücke hier. Oh, Bänkli. Ah, da setzt man sich natürlich nur hin, wenn man auf die Brücke warten muss. Sonst macht die natürlich keinen Sinn. Ja, zieht sich zu, aber es ist echt warm. Ich schwitze auch. Bin auch gut am Mittreten hier. Ich fahre im Tourmodus übrigens.
und habe immer noch, glaube ich, 100 Kilometer Reichweite nach 47. Alles gut. Ich habe auch Rückenwind, muss ich dazu sagen. Und von Weitem dachte ich, da steht eine Müllbox auf dem Radweg. Dieses blaue Teil da. Gibt es eine Toilette? Ja, machen wir eine kleine Pause. Ja, ich wollte gerade sagen, der Typ ist endlich weg mit seinem Lastenrad. Der war nicht so gesprächig wie ich. Was ich normalerweise auch nicht bin. Ich dachte, jetzt kommen die hierher. Nee, meine zwei Brötchen verdrückt. Das war neben diesem Kuchenteil, was ich da beim Bäcker hatte, das erste, was ich heute gegessen habe. Gut, okay, die zwei Naturjoghurts heute Morgen. Aber die zählen ja nicht wirklich. Ja, und leckeren O-Saft. Ja, jetzt geht's gleich über eine ewig lange Brücke, deren Namen ich unten einblende. Und ich bin auf dieser Insel, deren Namen ich unten auch einblende. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es danach weitergeht, weil hier war nur Landstraße. Es kam auch relativ wenig Radler mir entgegen. Ich glaube nur 3 in der letzten Stunde. Bin ungefähr 58 Kilometer jetzt gefahren, habe noch eine Restreichweite von 68. Jetzt kommen sie alle. Jo, nee, dann packe ich mal so langsam zusammen und dann geht's weiter. Akku wechseln, SD-Karte wechseln noch. Ja. Jetzt geht's hier die Brücke hoch und das sieht aus, als würde ich da unten noch eine bauen. Ja, da hinten sieht man schon die Anfänge, die Rampe. Jetzt wird's eng hier. Und oll, wahrscheinlich kommt das Ding hier weg. Oh, Mücken, das prasselt richtig auf mich ein hier. Oh. Mund zu löschen, kann ich sprechen. Das Ding ist völlig baufällig hier. Das kommt weg, da bin ich mir sicher. Da haben sie ja schon teilweise Bewährung freigelegt hier. Schon angefangen abzubrechen. Oh, die Mücken gerade, das war heftig. Oh, bestimmt einige verschluckt für den Dinger. Voll der Shabby-Look hier. Aber tolle Aussicht auf Wasser. Das ist schon heftig hier, der Rost überall. Ja. Mich wundert so, dass sie es angeschliffen haben überall. Auch hier im Geländer. Ich meine, es macht doch Arbeit, wenn man weiß, dass man es abreißt. Vielleicht haben sie beim Neuanstrich festgestellt, okay, das hat keinen Sinn mehr, wir bauen mal eben eine neue. Das war die Gummilippe, so nennt man die Dinger, glaube ich, weil die diesen Wulst haben vorne und hinten. Ja, cool ist das hier. Das hat richtig vibriert hier, als der Zug rüberfuhr. Ja, ich fahre mal langsam weiter. Ja, das war so ein bisschen öde noch, entlang Baustelle der neuen Brücke und so. Und jetzt bin ich hier so einen Ort reingefahren. Das sah schon mal ganz idyllisch aus mit dem See und oder das Ostseekreingang. Hier und hier ist sogar eine Burg. Und hier scheint noch so eine Ausstellung zu sein. Jetzt toll gemacht. Ja, sieht cool aus hier. So, jetzt wissen wir Bescheid. Ich. Trink mal was. Ja, hier sind auch so kranke Mücken wie auf der Brücke. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. So, erstmal Wasser. Jetzt habe ich meine andere Kamera irgendwo im Gepäck. Ich finde sie nicht so schnell. Da hinten. Ja, nee. Wo bin ich denn?
Ja, das geht sehr viel an Landstraßen entlang. Ja, müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich komme aber gleich in ungefähr 15 Kilometer an Küstenabschnitt. Ich hatte es ja anfangs erwähnt, dieses Klacken aus der Richtung vom Tretlager oder Motor, das nervt mich extrem. Ich halte mal das Mikro ran. Also man hört es. Ne? Es ist aufgetreten etwa eine Woche, bevor ich los bin. Und da gab es natürlich keine Chance, irgendwo noch in eine Werkstatt zu gehen. Ah, jetzt wird es schöner wieder. Nein, ich hatte keine Chance, noch in eine Werkstatt zu gehen. Und hatte was gelesen im Internet, dass es wohl typisch für den CX-Motor sei. Und das sei nur ein akustisches Problem. Es läge wohl an der Aufhängung des Motors. Irgendwelchen Schrauben, die man nachziehen muss. Da gab es eine Anleitung, auch extra von Bosch. Nur habe ich dann irgendwann festgestellt, dass da ein älterer CX-Motor abgebildet war. Also ich habe eigentlich keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Da schneide ich lieber ein paar Videos für euch. Und ich denke mal, vor meiner nächsten Reise muss ich da mal ran. Und das an die Werkstatt nochmal übergeben. Da muss ich mal gucken, dass ich noch einen Termin finde. Gut. Hier wird es jetzt wieder hügelig. Hier so ein Shelter, wo er übernachten konnte. Das hat mir Osman sogar gerade angesagt, dass ich mit Unterstand passiere. Ja, schön, aber ich brauche Strom. 22% habe ich, wir haben jetzt 80 Kilometer. Ja, so liebe ich es. Bisschen hügelig, bisschen kurvig. Schöne Landschaft, ab und zu mal Schatten und Sonne. Was will man mehr? Oh, ja. Oh, das war gerade eine schöne Abfahrt. Also die Strecke hat sich hier komplett gewandelt in der letzten halben Stunde. Ja, richtig schön. So, wo muss ich lang? Ach, jetzt wieder eine Landstraße lang? Bitte nicht. Hier ein klitzekleines Radschildchen. Ja, das sind diese typischen. Na, wer sagt's denn? Damit kann ich gut leben. Ja, ich hatte irgendwie einen Tief gerade so von einer Dreiviertelstunde. Nachdem ich da auf der Bank saß, ich glaube, ich hätte mich am liebsten hingelegt. Habe ja inzwischen auch schon so 85 Kilometer. Im Tourmodus bin ich auch noch nie gefahren so lange Zeit. Ja, ich bin auch wirklich nicht mehr trainiert durch den Winter. Aber geht schon. Geht schon. Ich muss nur daran denken, dass ich heute Abend wieder Magnesium nehme. Sonst gehen die Krämpfe wieder los. Hatte ich heute Nacht schon ein bisschen. So habe ich es mir vorgestellt, Dänemark. Ja. Wir sind hier in Presto. Presto. P-R-O. Nee, P-R-E-S-T, dieses O mit Ö. Du bist schon mit dem durchgestrichenen Null. Ja, die Gruppe hatte ich vorhin schon mal gesehen. Die hatten mich überholt und wir sind gleichzeitig auf eine Straße abgebogen. Ja, die sind davon gefahren erstmal, aber wenn jetzt einer eine Panne hat, klar, der hält natürlich alle anderen auf. Bestimmt anderthalb Stunden her. Fahr gleich an Faxe vorbei. Faxe. Da, wo das Bier herkommt.
Wird aber nicht nur hier gebraut. Sogar in Italien. Gerade hier an so einer Landstraße ist das Radar echt Gold wert. Auch selbst wenn 5 Autos kommen, dann werden 5 Pünktchen angezeigt. Das funktioniert richtig gut. Leider gibt das Display hier keine akustische Warnung aus. Und man guckt ja nicht immer drauf. Aber die Sigma und Wahoo-Geräte, die piepsen dann auch. Die zeigen auch die Punkte an. Ich habe noch so ein kleines Sigma mir gekauft. Aber ich brauche das nicht. Und der Akku ist auch nicht mehr gut. Ich habe es gebraucht gekauft. Hätte ich mal nicht machen sollen. Hier steht eine Nummer. Da kann man die anrufen. Peter und Susanne. Mal sehen, bei wem das Handy klingelt. Ich fahre jetzt zur Faxe Landeplatz. Da gibt es auf jeden Fall einen Campingplatz. Das sind zwar jetzt keine 120 Kilometer geworden. Muss ich morgen mehr machen. Den Abends kann ich dann auch relativ spät ankommen. Ich habe den Code alles schon für Kopenhagen. Ach, es ist wieder ein Traum. Das Wetter spielt mit. Die Landschaft ist klasse. Aber ich bin so langsam schon ein bisschen fertig. So, 102 bin ich jetzt gefahren mit im Tourmodus. Ja, irgendwie bin ich natürlich auch nicht richtig trainiert, wie man sieht. Ja, ja. Ich bin gleich im Campingplatz. Seht ihr es dahin? Da ist ein Reh. Hier Ostmann hat mich hingewiesen, dass es hier Trinkwasser geben soll. Müsste ich aber hier irgendwie reinlaufen. Da läuft dieses Reh hier durch die Gegend. Ich glaube, ich bin am Meer. Na, sind doch noch 2 Kilometer bis zu meinem Campingplatz. Schön, schön, schön. Da waren sie. So. Versuche ich mal hier mein Glück. Ich habe auch noch nicht angerufen. Das habe ich ja sonst immer gemacht. Schauen wir mal. Das sieht aber tot aus. Rezeption um die Ecke, okay. Zelt habe ich noch nicht aufgebaut. Habe mir aber ein nettes Plätzchen herausgesucht. Ist total lauschig. Habe jetzt 20 Euro bezahlt für die Nacht. Die verlangen einfach die Hälfte wie für einen Caravan. Sonst also 40, ich 20 mit Strom. Duschmarken kosten extra 8 oder 7 Kronen. Ist aber okay. Ja. Ich könnte es hier länger aushalten, glaube ich. Und man kann hier direkt ins Meer gehen. Das weiß ich noch nicht, ob ich es mache. Ob ich mit dem E-Bike hinfahre und das da stehen lasse, aber ein bisschen problematisch. Oder ich laufe dahin. Mal schauen. Auf jeden Fall muss ich noch einkaufen. Aber hier ist ja so ein Bruxen in der Nähe. Super Bruxen. So cool, der Nachbar mit dem Hümer-Wohnmobil fragte gerade uns beiden Radreisenden, da ist noch einer, ob wir nicht von der Pasta was abhaben möchten. Er hat zu viel gemacht. Super nett. Ja, inzwischen habe ich geduscht und war noch mal kurz einkaufen. Habe mir hier noch sowas besorgt. Plötzlich ging es hier los mit Regnen und mein Bosch-Ladegerät, das lag noch draußen. Schnell zurück hier, aber unter dem Baum ist nichts nass geworden. Ja, Olli B. fragte bei Instagram oder ist gespannt, was ich von den Radwegen hier halte. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich beurteilen kann. Bin ja erst so einen Bahnradweg gefahren. Oder nehme ich mal an, dass das einer war, ein ehemaliger Bahndamm. Der war ganz gut. Etwas hat sich etwas gezogen. Und dann bin ich ja eigentlich fast nur an Radwegen, die entlang Landstraßen führen. Die waren von der Qualität super, aber ist ja nicht besonders reizvoll. Und in den Dörfern und Städten ist die Qualität oder die Oberflächenqualität eigentlich sehr schlecht. Ich finde, sind die Straßen schon ziemlich runtergekommen. Aber ist okay. Also ich denke mal, das ist ähnlich wie in Deutschland. Aber die Radwege an den Landstraßen sind von der Qualität her besser als in Schleswig-Holstein, auf jeden Fall. Ich bin doch nicht mehr ins Meer gekommen, wegen des Regens. Oder ja, ich habe noch ein bisschen Wäsche gewaschen, was habe ich denn noch gemacht? Ja, geduscht, natürlich eingekauft und
Ja, ich mache es jetzt gemütlich. Ja, freue ich mich auf das nächste Video. Oder ich freue mich auf die nächste Tour. Und ihr freut euch auf das nächste Video. Oh, es kommt schon wieder Nachrichten. Okay, bis dann. Gute Nacht. Okay. Jetzt gibt es doch noch eine kostenlose Fahrradwäsche. Und es hat tatsächlich ein bisschen noch gewittert. Ja, guten Morgen. Moin. Ja, herzlich. Guten Morgen. Herzlich. Ja, ist alles sehr lecker, sehr handgemacht. Ja, und gleich geht's über so eine ewig lange Brücke, deren Namen ich nicht weiß, deren Namen ich unten einblende. Bin ungefähr 58 Kilometer jetzt gefahren, hab noch eine Rechtreisweite. Oh Mann.